Hallo Mitmenschen und willkommen zurück zu Ghost Trick. Beim letzten Mal haben wir uns schon wieder darum gekümmert, einen Auftragsmörder zu plätten. Und die liebe Lynn hat hier in irgendeinem komischen Gefängnis angerufen und ist anscheinend immer noch auf der Flucht. Wohin? Keine Ahnung. Und das finden wir jetzt heraus. Auf geht's nach, ich glaube, die neueste Nummer hier unten müsste das sein, ne? Ja, genau, das war's. Wenn man da noch nicht war, wird immer so ganz kurz so ein Bildchen eingefügt, was man davon schon mal gesehen hat. Und ja, was ist das so für ein Ort ist, schauen wir uns jetzt mal an. Und sie liegt wieder flach. Lynn! Lynn! Oh, warum konnte er stattdessen nicht mich erwischen? Ich bin so ein nutzloser Polizist, es hätte mich treffen sollen. Sieht so aus, als ob sie tot ist. Wir sollten sie besser nicht anfassen. Wer war das? Wer hat Lynn erschossen? Hey, entschuldigen Sie bitte. Sprechen Sie mit mir? Dieser Raum, es gibt keine weiteren Ausgänge neben diesem, oder? Sehen Sie einen? Hä, aber wie hat... Wir müssen es mit einer dieser mysteriösen, verschlossenen Raumfälle zu tun haben. Einer dieser Fälle, in denen sich der Mörder einfach in Luft auflöst. Holen Sie einfach einen echten Kommissar. Ich werde hier Wache halten. Ja, Sir. Obwohl das natürlich kein ausgebildeter Polizist ist, deswegen... Na gut, sie ist ja schon tot. Was soll man noch machen? Außer, dass er Beweise fälscht natürlich, was natürlich passieren kann, aber egal. Was für eine schreckliche Entwicklung. Jetzt also ein verschlossener Raummord, was? Unserem Rotschopf wird nie langweilig. Ich kenne da einen gewissen Inspektor, der bei dem Gedanken an Rätsel Freudentänze machen würde. Aber für mich gibt es keine Rätsel, da ich ja die Zeit zurückdrehen und mit dem Opfer selbst sprechen kann. Schätze es Zeit, die Wahrheit hinter diesem Mord mit meinen eigenen Augen zu sehen. Das heißt, die Lynn ist nicht an irgendeinem fernen Ort gelaufen, sondern hat sich irgendwie hinter dieser verschlossenen Tür einfach hier runter bewegt und ein Telefon gefunden. Na gut, was hat dieser Taubenmann noch zu erzählen? Wieso braucht er so lange? Eine einfache Aufgabe wie einen Kommissar zu holen überfordert die Jugend von heute doch wohl schon. Naja, ich hab's nicht eilig. Ich werde einfach ruhig abwarten. Naja, ich hab's eilig und ich sollte mich besser auf den Weg machen. Gut, machen wir uns auf den Weg. Wo bin ich? Ach ja, über dem Telefon. Ding, ding. Auf zu Lynn. Haha, ich bin schon wieder gestorben. Ja, toll. Ja... Ich hätte gedacht, du würdest etwas ernsthafter sein unter diesen Umständen. Nun, es ist ja schon das dritte Mal. Schon gruselig, woran Mädchen sich so gewöhnen können, nicht? Um ehrlich zu sein, finde ich die Art, wie ihr Verstand arbeitet, um einiges gruseliger. Was ist denn dieses Mal passiert? Wer hat dich erschossen? Ich weiß es nicht. Was? Ich wüsste es selbst gerne. Wer könnte es gewesen sein? Wer hat mich erschossen? Warum fragst du mich das? Oh Mann, schätze, ich muss es wohl selbst herausfinden. Okay, dann tust du das mal. Mach dich auf den Weg, na los. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass ich benutzt werde. Okay, es ist wohl an der Zeit zurückzugehen. Zu dem Zeitpunkt 4 Minuten vor deinem Tod. Das wird interessant. Wie hat der Mörder das geschafft, hier rauszukommen? So, den Anruf hatten wir ja noch mitbekommen. Okay, der Taubenmann sieht sich um, aber der hat sie auch nur gefunden. Wie lange ist es her, seit ich in diesem Raum in Dunkelheit gehüllt habe? Einst dachte ich, in der Dunkelheit ließe sich die Wahrheit finden. Vielleicht war die Zeit einfach noch nicht reif. Also passt sie wirklich rein, interessant. Wieder zurück. Ja, das musste unbedingt sein, die 2 Meter jetzt da runter zu rutschen. Er hat aufgelegt. Thank you.
Naja, wieso groß auch telefonieren, wenn man einfach hochgehen kann, ne? Okay, sie schaut sich jetzt den Raum an, in dem sie erschossen wurde. Okay, da dreht sich was, irgendein Geschenk, eine Kugel. Hui. Bing, bing, bing. Dreht sich. Engelstatue. Da brennt was. Aha. Oh. Also sie hat es irgendwie noch mitbekommen. Das steckt in Wahrheit hinter dem verschlossenen Raummord. Der Mörder war also nur eine mechanische Mordmaschine? Mordmaschine? Als ich den Raum betrat, war Stockfenster, also habe ich das Licht angeschaltet. Das muss es also sein, was sie aktiviert hat, die Mordmaschine. Kannst du bitte damit aufhören, ständig das Wort Mordmaschine zu wiederholen? Dieser alte Taubentyp muss sie gebaut haben, aber warum? Was für einen Sinn könnte dieser seltsame Raum haben? Jedenfalls wirst du einen Weg finden müssen, diese gruselige Maschine aufzuhalten. Sobald Amor seinen Pfeil abschießt, ist alles vorbei. Also sollten wir speziell auf den achten, weil der zündet die Lunte dieser komischen, alten Pistole an. Ja. Ja, hier oben haben wir die Pistole, die wird dann aktiviert über eine Lunte. Achso, ich komme gerade nicht weiter, okay, dann kann ich nur zugucken. Dann hören wir uns mal die Tipps an. Weißt du was, Sissel? Ich denke, dieser Tod lässt sich eventuell leichter verhindern als die anderen. Wieso das? Du weißt schon, weil der Mörder mechanischer Natur ist. Da ist was Wahres dran. Ich kann keine Lebewesen beeinflussen. Aber diese Maschine schon. Ich muss nur noch herausfinden, wie man das Tier aufhält. Wenn mein Ich von 4 Minuten, dann das Licht anschaltet, wird just in dem Moment die Mordmaschine in Gang gesetzt, wie es scheint. Sieht so aus, als liege der Schlüssel zum Lösen dieser Aufgabe darin, diese Was-passiert-dann-Maschine zu verstehen. Also, was passiert, macht den Lichtschalter? Was aktiviert der? Und was passiert dann? Da war ja eben diese Kugel, die aktiviert wurde, nachdem man den Lichtschalter aktiviert hat. Ja, bewegt euch vorwärts. Und dann nach und nach Sachen umgestoßen. Dieses komische Kreiselding da wurde hochgeschossen. Ich spring mal kurz hier rum, um mich mal wegzubewegen. Und dann am Ende wurde eben dieser Armor aktiviert. Na gut, ich könnte jetzt zum Telefon springen, aber ich glaube, die Laterne lässt die hier stehen. Ja. Moment. Man konnte nämlich... Achso, davon mal abgesehen. Wir konnten ja von oben in diesen kleinen Raum hineinschauen und vielleicht können wir jetzt diesmal ihn weiter erkunden, wenn das Ding aktiviert wird, denn von hier vorne komme ich irgendwie nicht weiter. Und das Telefon wurde ja nach oben aktiviert. Von oben konnte man ja nach unten. Also, denke ich mal, wir müssen das Telefon benutzen. Wie hast du es geschafft, dich in diesen winzigen Aufzug zu zwängen? Mir haben kleine beengte Orte schon immer gefallen. Sehe ich ein kleines Loch oder einen Spalt, möchte ich hineinkriechen. Am wohlsten fühle ich mich in den Bereichen zwischen meinem Bett und der Wand. Ja, ich schätze, das kann ich verstehen. Hey, wir sind vom selben Schlag. Wir sollten uns mal treffen und drüber reden. Wir sind tot. Naja, egal. Ist ja nicht so wichtig, ist ja nur so ein kleines Detail. Können wir auch mal hören, was der Herr Wachtmann erzählt hat. Oh, spreche ich mit dem Vorsteher? Bin ich froh, ich dachte, ich wäre ganz allein. Swoosh. Schabum. Boing. Er hat aufgelegt. Na gut, hat er noch irgendwas Wichtiges zu sagen? Es ist alles vorbei. Für mich ist alles vorbei. Lynn. Die liebe, süße Lynn, die so hell strahlt wie die Sonne, ist mir weggelaufen. Und dann haben mich diese Kommissare, der Blaue und der Grüne, angebrüllt. Und dann hat mich der alte Mann mit der dreckigen blauen Taube auf dem Kopf komplett ignoriert. Wenn in diesem Augenblick nur jemand ein paar nette Worte für mich übrig hätte... Hätten Sie ein paar nette Worte für ihn übrig, Fräulein hell wie die Sonne? Mal sehen. Halten Sie durch. Ist das alles, was dir einfällt? Ich möchte mal sehen, wie du es besser machst. Okay. So, aus Gewohnheit würde ich erstmal das Ding hier umdrehen. Und vielleicht passiert ja was, wenn wir den Ausguss mal schließen, weil da wurde mir gerade der Hintern ein bisschen verbrannt.
Lynn ist weggelaufen, die Kommissare haben mich angebrüllt, der alte Tom hat mich ignoriert und dann hat mich der Kessel fast zu Tode erschreckt. Mein Leben ist ein heilloses Durcheinander. Undank ist der Welten Lohn, wir wollten ihn nur durch das Pfeifen des Kessels warnen. Wäre er lieber von dem Dampf verbrüht worden? Naja, wenigstens wurde sein Schicksal ein wenig verändert. Ja, vom Dampf eines Teekessels erwischt zu werden, ist schon ein trauriges Schicksal. Das ist trotzdem gut. Weil wir jetzt Zugang zum Raum haben. Jawohl. So, hier unten konnten wir uns nämlich schon mal umsehen, aber sind nicht weiter gekommen. Aber jetzt wird hier alles ein bisschen verändert. Dank Rotschöpfchen. Fräulein hell wie die Sonne. So, gleich ist sie tot. Ja, ich glaube, ich bin schon an der richtigen Stelle, oder? Kann ich damit noch was machen? Nö. Den Motor kann ich nicht abwenden, denn sonst... Na gut, Tipp, was ist los? Und los geht's, die Mordmaschine ist in Gang. Und wenn alles reibungslos verläuft, wird die Pistole da an der Wand abgefeuert. Doch bevor das geschieht, liegt es an mir, meine Geistertricks einzusetzen. Es muss einen Weg geben, diesen Domino-Effekt zu unterbrechen. Du musst ihn einfach finden. Los geht's. Okay, jetzt einfach regelmäßig schauen. Kann ich hiermit machen? Ich kann die Winde bewegen. Ich kann den Werkzeugschrank öffnen. Der Ball wird ja hier gleich gegen diese Figuren hier rechts stoßen. Bing, bing, bing. Ob die Winde jetzt schon was bringt? Denn den Ball wird es ja nicht aufhalten. Ich würde erstmal den Werkzeugkasten öffnen. Okay. Das hat nicht so viel gebracht. Okay, ich kann zum Ball und da komme ich nicht ran. Oder ich hätte es im richtigen Moment machen müssen, wo der Ball runtergekullert ist. Jetzt kann ich nur noch die Winde benutzen. Suche ich mal. Nee. Ich kann den Werkzeugkasten wieder schließen. Und ja, ich komme hier nicht weiter. Ja. Das hat nicht so gut funktioniert. Schlüssel zu dieser Mordmaschine. Ist dieser freche kleine Arm oder den Fall abzunehmen? Ja, aber Moment mal, diese schwingende Schaufel. Ich frage mich, ob ich sie irgendwie als Waffe gegen unseren Herrn Amo einsetzen kann. Da bekommt man also doch tatsächlich noch kleine Tipps und muss es ausprobieren, ja. Denn die Kugel ist ja tatsächlich am Ende noch da links hingerollt, wo die Schaufel war. Und die... Ja, ich muss noch kurz anspringen. Die hat ja vermutlich genau da geschwungen, wo die Kugel hingerollt ist. Und ich hätte mit dem Werkzeugkasten nur abwarten müssen, bis es soweit war. Aber ich versuche mal kurz, ob ich mit dem Geschenk da unten noch was machen kann. Oder... Also diesmal versuche ich mit dem Werkzeugkasten einfach zu warten, bis die Kugel da nach unten gerollt ist. Vielleicht klappt es ja. So, der Ball rollt weiter, weiter, weiter. Jetzt! Hey, das gerade war ziemlich gut. Vielleicht, wenn wir auf dem Golfplatz wären. Nun, ein solcher Schwung. Vielleicht könnten wir uns den noch zunutze machen. Gute Idee, vielleicht könnte ich diesen Trick irgendwie verwenden. Wenn ich den Pfad ändern könnte, den der Ball nimmt. Das ist alles schön und gut, aber es sieht so aus, als ob uns in dieser Runde die Zeit weggelaufen ist. Heißt, wir haben es mal wieder nicht geschafft. Ja, man muss hier irgendwie den Weg noch ändern vorher. Ja, das ist hier keine schöne Stelle, kaum, weil man alles richtig machen muss, um dieses Ding hinzukriegen. So, also den Ball müssen wir jetzt ändern. Wir müssen die Schaufel verwenden und damit irgendwie Amor abballern. Vermutlich. Wir müssen dazu aber den Pfad ändern. So, gehen wir nochmal systematisch durch. Kann sein, dass ich später auch zurück kann. Ich versuche mal die Winde umzupositionieren, dass ich vielleicht die Möglichkeit erhalte, woanders hin zu springen. So, erstmal muss das Ding ja aktiviert werden. Oder kann ich jetzt schon nach unten? Nee, das steht da unten, zu weit unten. Also, den Werkzeugkasten kann ich eher später verwenden. Schnell rüber. So, jetzt über die Kugel gleich. Versuche ich mal nach rechts zu gehen. Vielleicht kann ich dann was ändern. Kann ich mit dem was... Also mit dem geht nicht. Das ist nur so ein Objekt zum Hin- und Herwechseln. Also in
dieser Konstellation könnte ich noch schnell zurücklaufen und mit dem Ball was machen, aber hier hinten muss ja noch irgendwas sein, was ich verändern kann. Die Tür kann ich... Ah! Hier rollt ja der Ball lang. Das müsste die Änderung sein. Aber ich versuche noch ganz schnell das Ding hier zu untersuchen. Vielleicht kriegen wir noch was raus. Das muss ganz schnell gehen. Ich kenne dieses Spielzeug. Das Rad dreht sich und bewegt sich die Stange hinab. Hey, sieh mal, an ihm ist ein Faden angebracht. Er schlingt sich um die Uhr und ist an den Rahmen mit der Pistole verbunden. Und er scheint auch mit unserem schießwürdigen Armor zu tun haben. Die Spielzeug scheint das Herzstück der gesamten Mechanismus zu sein. Die Trägheit ist unerwartet mächtig. Ich kann es nicht aufhalten, sobald es läuft. Ah, also können wir damit doch nichts machen. Schnell zurück! Ich habe nur eine gewisse Reichweite. So, ich muss Position hier ändern. Und zurück. Schnell komme ich noch an. Nein! Ja, ich hätte das Ding hier nicht untersuchen sollen. Ja, sonst hätte es geklappt. Gut, wir wissen, was zu tun ist. Man muss im richtigen Moment schnell zur Tür springen, die öffnen und sofort wieder zurückrennen. Damit ist alles klar. Denke ich. So, erstmal auf Lynn warten. Ich weiß nicht, ob die Winde notwendig ist, aber ich nehme die einfach mal mit, oder? So, nee, ohne Ball komme ich da unten sowieso nicht hin. Aber in der Zwischenzeit bewege ich das Ding einfach mal, vielleicht bringt es ja doch was. So, egal, ich will ganz schnell nach unten, die Tür öffnen. Und sofort wieder zurück. Flupp. Ach nee, der Ball reicht ja nicht, wir müssen nach da oben. Den Werkzeugkasten öffnen, um den Ball im richtigen Moment zu treffen. Etwa jetzt. Bam. Piu. Feuerwerk. Gratulation. Boing. Was ist gerade passiert? Sieht so aus, als ob deine Zukunft gerade viel rosiger geworden ist. Dein Tod wurde ungeschehen gemacht. Schon wieder. Ich danke dir. Du hast dein Versprechen gehalten, nicht wahr, Sissel? Mein Versprechen? Du hast gesagt, ich würde dich wiedersehen, falls ich sterbe. Ich kann mich an keine Versprechen meinerseits erinnern. Das ist sowieso alles zu meinem eigenen Wohl. Schicksal abgewendet. Was ist das hier nur für ein Raum? Ich weiß es nicht. Diese Dinger, die da am Schluss losgegangen sind, das war ein Tischfeuerwerk, oder? Tischfeuerwerk? Ich erinnere mich nicht, was das ist, was mich aber nicht überrascht. Das Tischfeuerwerk, die abgefeuerte Pistole, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Diesen Teil des Rätsels überlasse ich dir. Ich habe mein eigenes Rätsel zu lösen. Also sollen wir jetzt zurück zu unserer neuen Gegenwart? Dieses Rätsel. Weil man hat eben nur eine Chance hat. Man muss sofort alles richtig machen. Das ist gemein. Sissel, bist du da? Lynn spricht mit mir. Naja, sie kann sich ja erinnern, natürlich. Könntest du etwas sagen, falls du da bist? Falls du nicht da bist, bin ich wohl nur ein komisches Mädchen, das Selbstgespräche führt. Naja, du bist ein komisches Mädchen mit oder ohne die Selbstgespräche. Aber wir wissen ja, wenn wir zum Kern hinfinden, können wir ja wieder mit denen sprechen. Du bist da, ich wusste es. Ich hatte es einfach im Gefühl. Schande über dich, dass du einen ungeladenen Fuß in den Kopf eines Mädchens setzt. Moment mal. Erzähl mir nichts von wegen, ein Geist hat keine Füße. Das ist nur eine Redensart. Hey, habe ich irgendwas gesagt? Da, dieser Ton. Es ist ein Ton, der mich wütend macht. Also, wolltest du mir etwas Bestimmtes mitteilen? Ich dachte nur, ich könnte ein paar Informationen mit dir teilen. Ich ermittle gerade in einem Fall. Einem Mordfall, und ich bearbeite ihn alleine. Ein Mordfall ganz alleine? Ja, nun, das liegt daran, dass der Fall vor langer Zeit abgeschlossen wurde. Der Schuldige ist bereits hinter Gittern und von aller Welt vergessen. Weshalb beschäftigst du dich dann damit? Weil ich glaube, dass diese Person unschuldig ist, deswegen. Hinter dem Fall steckt etwas Seltsames, ein großes Rätsel. Ich glaube fest daran. Jedenfalls habe ich endlich meine Erinnerung wieder. Ich darf dir nichts über den Fall erzählen. Aber falls du etwas anderes wissen willst, versuche ich zu antworten, so gut ich kann. Lynn ist meine einzige Spur. Ich würde sie gerne zu ein paar Dingen befragen. Gut. Versuchen wir immer noch herauszufinden, ob sie jetzt mit Gedächtnis weiß, wer mich erschossen hat.
Jetzt hast du dein Leben und deine Erinnerung zurück. Also lass mich dich noch einmal fragen. Wer hat mich heute Abend getötet? Ja, ich dachte mir schon, dass dich das brennend interessieren würde. Was denn noch sonst? Es ist gut möglich, dass sie erschossen wurde, während ich mit dir zusammen war. Ich fürchte, dass meine Erinnerungen bezüglich dieses Teils einfach nicht klar sind. Nicht klar? Ich habe mich heute Abend mit dir getroffen und dann bist du genau vor mir niedergefallen. Ich glaube, diesen Teil gesehen zu haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du erschossen wurdest. Vielleicht aus großer Entfernung? Also hast du den Schuldigen nicht gesehen? Es tut mir leid. Ich wünschte, ich könnte dir eine größere Hilfe sein. Aber ich weiß, dass ich es nicht war, die dich erschossen hat. Deine Kollegen scheinen dich aber zu verdächtigen. Ich wollte die Informationen, die du für mich hattest. Wieso also sollte ich dich erschießen, bevor ich sie habe? Informationen? Ich frage mich, was für Infos ich für sie hatte. Aber erstmal das Mädchen mit der Schleife, das wir in ihrer Wohnung gefunden haben. Übrigens habe ich gesehen, dass du eine kleine Mitbewohnerin hast. Camilla? Woher weißt du von ihr? Da gab es vor kurzem einen klitzekleinen Zwischenfall in deiner Wohnung. Ein Zwischenfall? Was für eine Art Zwischenfall? Was ist passiert? Geht es Camilla gut? Ihr geht es gut, dank ihrem treuen kleinen Freund Rakete. Obwohl ich doch ein wenig Probleme hatte, ihn wieder zum Leben zu erwecken. Ach du meine Güte! Was in aller Welt ist los? Warum würde jemand Camilla und Rakete verletzen wollen? Eine gewisse Organisation hat es auf dich abgesehen. Was? Ich habe sie gesehen, die Leute, die dich ihr Ziel nannten. Also bin ich eine Verdächtige und ein Zielobjekt? Kann dieser Abend denn noch schlimmer werden? Das klingt in der Tat ziemlich hart. Bist du sicher, dass du alleine zurechtkommst? Was? Du kennst doch das Sprichwort, ein Unglück kommt selten allein. Wird es nicht langsam Zeit, dass du zugibst, dass du mich brauchst? Dass du meine Kräfte brauchst? Es tut mir leid. Ich kann nicht mit dir zusammenarbeiten. Ja, du hast mir zwar heute Abend das Leben gerettet. Und ich bin dir dafür unendlich dankbar. Doch als Kommissarin kann ich dir immer noch nicht trauen. Das ist sehr schade. Schauen wir weiter mit den Informationen. Ich hatte also ein paar wichtige Informationen, die du wolltest, ja? Das stimmt. Du hast gestern in der Polizeiwache angerufen. Und du hast darum gebeten, mit mir zu sprechen. Du sagtest mir, du hättest einen wichtigen Hinweis zu dem Fall, an dem ich arbeite. Wichtigen Hinweis, was? Du sagtest, du wolltest mich heute Abend am Schrottplatz treffen und mit mir sprechen. Und du bist darauf eingegangen, obwohl das so verdächtig klingt? Du bist der letzte Mensch, von dem ich das hören will, weißt du? Aber ich konnte das nicht einfach auf sich beruhen lassen, egal wie dubios es das wirkte. Das liegt daran, dass mir die Zeit davon läuft. Hey, das stimmt. Du sagtest, dass heute Abend etwas passieren würde. Hat dieses etwas mit dem Fall zu tun, an dem du arbeitest? Es tut mir leid, aber darüber kann ich nicht sprechen. Oh Mann, aber ich schätze, ich verstehe schon. Jo, das war alles, worüber wir sprechen wollten. Und was hast du jetzt vor? Wegrennen, schätze ich. Sie werden mich erneut fangen, wenn ich nicht verschwinde. Und ich muss zum Restaurant. Ich mache mir Sorgen um Camilla. Ach ja, wie ist das noch gleich? Das Hühnchenparadies in der Endstationsstraße, nicht wahr? Toller Name. Wie steht es mit dir, Sissel? Was wirst du tun? Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Du bist mein einziger Hinweis, wenn du weggehst. Mir ist gerade etwas klar geworden. Du und ich, wir sitzen im selben Boot. Wir suchen heute Abend beide nach Antworten und keiner von uns hat jemanden, der ihm hilft. Das fasst es in etwa zusammen. Du kannst vielleicht nicht aktiv mit mir zusammenarbeiten, aber wir könnten einander benutzen. Das ist keine schlechte Idee. Einverstanden. Aber kann ich dich zuerst um einen Gefallen bitten? Worum geht es? Du müsstest dich für mich in einen gewissen Ort hineinschleichen. Ein Gefängnis, um genau zu sein. Ein Gefängnis? Das ist der Ort, an dem ich vom Büro oben aus angerufen habe. Du musst den morgigen Arbeitsplan eines gewissen Häftlings für mich herausfinden. Arbeitsplan? Für einen Häftling? Ja, die Häftlinge erhalten jeden Tag unterschiedliche Arbeitsanweisungen. Jeder Häftling hat eine kleine Tafel an seiner Zelle, auf der sein Plan für den nächsten Tag steht. Ich soll also nur die Tafel eines bestimmten Häftlings überprüfen? In Ordnung. Seine Häftlingsnummer lautet D99. Wenn du das für mich tust, werde ich mit dir zusammenarbeiten. Okay, abgemacht.
werden übers Telefon leicht abhauen können. Okay, bis später. Bis dann. Aber stirb nicht wieder, wenn's geht. Denn sonst müssen wir die ja erst wieder finden, ne? Tja, Mr. Schreibtischlampe ist auch noch da. Es scheint, als ob ich den Schlüssel zu Lynns Fall besitze. Und sie besitzt den Schlüssel zur Lösung des Rätsels um mich. Also haben wir nun eine seltsame Zusammenarbeitsbeziehung. Lynn hat mir einen Auftrag erteilt. Meine Aufgabe ist es, den morgigen Plan für Häftling D99 herauszufinden. Ich sollte mich besser zum Gefängnis begeben. Es sind zwar nur 26 Minuten, aber ich denke, wir überlassen das Rätsel um das Gefängnis. Für die nächste Folge. Ich hoffe, diese kleine Rettungsaktion mit dieser mechanischen Mission, Mechanik, mit der Mordmaschine hat euch irgendwie gefallen. Und dann hören wir uns vielleicht beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.